Warnung. Die folgenden Szenen wurden von stark alkoholisierten Erwachsenen erstellt und sollten unter keinen Umständen bla 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 bla. Ich würde sagen, unsere dritte Gon machen wir dieses Jahr den Hack, oder? Jawohl! Seid ihr gut drauf? Ja! Kroatien hat soeben das WM-Finale erreicht und wir fahren jetzt zur Gon. So, wir haben 4 Uhr durch, Frühstück. Ist das unnötig? Das nervt, vor allem das nervt. Ich fahre die Strecke mal, ganz normal. Wir haben 5 Uhr durch, der Zeltplatz hat gerade aufgemacht, so früh waren wir noch nie hier. Ich würde einfach mal sagen, da sind wir, willkommen auf der Gond. Ja! Es ist dein erstes Festival, das üben wir noch mal. Und ich dachte, wir fahren zu Gond nach Schweden. Gebt mir alle ein Grölen. Das klingt ohne Bier noch nicht so gut. Wie hier bei den Maurers, ne? Jeder eine Stange. Michi, ich ziehe das einfach hier durch. Ich habe letztes Mal auch gemeint, jetzt weiß ich, was das kommt. Das ist schon der erste Fehler. Ich mache das einfach irgendwie. Dich habe ich im letzten Festival noch vergessen. Jetzt stelle ich dich zuerst vor. Wer bist du? Ich bin der Thomas. Und ich freue mich ganz doll. Ja, das glaube ich dir. Das Camp steht. Wir haben jetzt gerade völlig entspannt unsere Zelte aufgebaut. Alles bereit. Das ist gelogen, Michi! Was? Das ist gelogen, du bist ausgerastet. Es ist übrigens 7.03 Uhr. Zweite, dritte Bier. So, wer bist du eigentlich? Du warst doch schon mal dabei. Ja, ich bin der... Bitte? Achtung, Achtung! Wuss, wuss, wuss. Kindergarten, Autobahn. Wuss, wuss, wuss. Pass auf! Ja. Oh, der brennt aber richtig. Für den Nein, Ordnung. Schmeckt die Pizza. So, jetzt sind noch die beiden übrig. Sieht aus wie ein Soldat. Tut mir leid, nichts gegen dich, du bist mein bester Freund. Aber ich glaube, der kann besser trinken, ich nehme Jannis. Jannis, wir haben dich, das ist viel besser. Warte, wie ging das nochmal? Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Kann ich mal euren Kampfschrei haben? Vor Ihnen habe ich keine Angst, üben Sie. So, und wie geht es hier bei euch? Kann ich mal euren Kampfschrei haben? So sehen Sieger aus, so will ich das sehen. Auf geht's. 6,5 Stunden später. Jetzt Anni. Stopp! Ohne Scheiß, Mann! Der macht klar! Natürlich! Wer bist du? Du machst die Küche? Das war mir heute Morgen ein bisschen zu anstrengend. Ich glaube, wir legen jetzt mal ins Zelt eine Stunde pennen. Kannst du so lange die Kamera übernehmen und gucken, was hier so passiert? Yes, man, nein! Trink, du verdammter Idiot! Niemand muss Bulle sein. Jungs! Das darf doch nicht wahr sein! Hört ihr das? Das darf doch nicht wahr sein! Hört ihr das? Das kann doch nicht wahr sein! Hört ihr das? Das ist doch nicht etwa! Nein! Das ist doch nicht etwas! Das ist doch nicht etwas! Senior Gond! Senior Gond! Hallo Kinder! Senior Gond! Hola! Ay, ay, ay! El mundo es loco! Ich lache hier ein bisschen! Wunderbar! Ich habe für Sie Töne! Wunderbar!
Ja! Ja! Geist, der Senior, Geist, der Geist, der Sommelinio! Und da haben wir noch mehr Rondelle! Eieieiei! Der Kurz auf den Rondelberg! Senior Gant! Senior Gant! Werden die von Unterberg gesponsert? Nein, die wollen nichts mehr mit zu tun haben. Die ist keine Werbung. So, Kinder, ich gehe jetzt. Aber ich bin sicher, wir werden uns noch mal wiedersehen. Also bei mir ist es nicht, weil ich viele was von Werbung mache. Moin Jungs, hab ich was verpasst? Wer? Senior Gant. Was erzählen die? Die sind doch vollkommen verwirrt. Wissen Sie, ob es vielleicht zu Goku ist? Ich könnte ein sanfter Delfin sein, im Meer mit ihnen schwimmen. Taken, yeah! Wir waren aus! Ich möchte mal darauf hinweisen, auf die Uhrzeit, die wir gerade vorzuweisen haben. Und dass das nicht die Gon-Gruppe ist, die ich hier gewohnt bin. Schaut euch das mal an. Das ist doch... Das kann nicht wahr sein. Du bist mal ganz kurz weg und dann findest du sowas hier vor. Wie spät haben wir es? Wie spät haben wir es? Was ist hier los? Wie spät haben wir es? Du Scheiße. Also, wie wir sehen, die ganze Gruppe, wir waren mal ganz kurz außerhalb des Festivalgeländes. Ja. Wir kommen zurück, alle sind am Schlafen, niemand weiß, wie viel Uhr es ist. Ja. Aber wir beide wissen, wie viel Uhr es ist. Ja. Wir haben 4 Uhr nachmittags, ihr Wichser! Ja. Ja. Oh, reiß den Pavillon bitte ab. Ja, gar nicht. Laut DSVGO bist du einverstanden, dass ich diese Szene im Internet verbreite und sie nutze? Ja, kannst du gerne machen. Annie, hör mal, wie findest du eigentlich die Gond? Genial. Also ich gehe seit... Ich finde die Gond auch toll. So, wir haben jetzt 19 Uhr durch. Wir haben jetzt die wievielte Runde Flunkyball? 8 oder so? 6, ja, realistisch. 5 oder 6. Ja, 5 oder 6, ja. Von der Hölle bis nach oben, kommt mir alles hervor. Wir sind noch da und sind die Brüder. Ja. Schön! Ziel! Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Wie viele Quanten hat dein Quack? Ja, natürlich viel. Zieh sie hoch an einen Strick, welche Schweine dir genickt. Lass die Bälle, lass sie fliehen. Wir sind keine Reue geben. Ich finde das abwechselnd. Ihr Hundeficker. Jungs! Sollen wir sich mal ein richtiges Konzert ansehen? Wie wär's denn mit den Brüdern? Ja, Mann. Marvin! Oh ja, können wir hingehen. Du liebst doch die Brüder. Viel Spaß mit unserem Secret Headliner. Lasst uns begrüßen mit einem herzlichen Krawall! Krawall! Oh,
gute Freunde. Auf den ganz normalen Ballen, darauf das alles endet. Olé, olé, wir gehen auf große Reise. Auf zu Gott, der Onkel spart die Weile. Denn wir sind Fuck, die Bande weißer Räuber. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt den Freitag auf der Gond. Gestern Freitag der 13. Freitag der 13. ist richtig. Gestern war schon sehr grenzwertig, da ich 36 Stunden am Stück wach war und das irgendwann einfach nicht mehr ging. Ich fühle mich gerade, als ob ich die ganze Nacht in einem Bronzebullen geschlafen hätte oder in dem ein Lagerfeuer war. So, es ist wieder soweit. Wir haben 9:30 durch. Hi. So Jungs, Schnucki bei! Los! Das Schöne an diesem Flunkyball-Spielen ist immer, ich kann am Ende immer den Rest des Spiels filmen, weil ich immer einer der Ersten bin, der fertig ist. Ja auch. Geht's ihr wohl, zieh Jungs! Toll, Thomas. Immer dieselbe Scheiße mit dir. So ein Mist. Aber wäre, glaube ich, eine Runde. Ja. Die Hälfte voll. Nach Quatsch. Gut gehen. Tagesvollster. Mein Gott, und das schon um 9:30. Manche Leute können sich einfach nicht benehmen. Ich möchte mit euch jetzt mit diesem Mexikaner anstoßen. Und ich möchte dabei, dass wir einmal hier nicht an uns denken, sondern an den, denen es gerade nicht so gut ist, geht. Ich denke da gerade an Daniel, der gestern durch Verletzung nach Hause musste. Und ich denke an unseren Freund, den Wachelor, der es dieses Jahr leider nicht hinbekommen hat. Prost, Leute, auf Daniel und den Wachelor. Wie immer. Und ich verspreche dir, wir haben irgendwann wieder jede Menge Zeit. Geht aber. Der Herr? Also, das ist schon eine geile Idee mit dem Zug. And all the stuff about me, why don't they just let me live? Hallo Kinder! Senor Gond! Wir haben sie überall gesucht! Darf ich bitten? Senor Gond! Der folgende Wettkampf geht um die Hunderberg Championship. In diesem Spiel wird eine Runde Flunkyball nicht nur mit einem Bier, sondern mit einem Hunderberg gespielt. Das Gewinnerteam wird diesen Gürtel an sich nehmen. Spielt ihn aus! Viel Vergnügen! Jungs, da bin ich! Ich spiel mit! Um die Hunderberg Championship! Jetzt aber richtig! Kann ich mal euren Kampfschrei haben? Miau! Mit denen kann ich arbeiten! Mit denen spiele ich! Nico! Und den Ball an Schuss. Gond oder Müllpfand? Ich sage Müllpfand. Ich jetzt, komm hier rüber, es geht los. Müllpfand. Ihr habt den Ball. Jetzt geht's. Hat keiner was gesagt? Ja! Schuld eigene, ne, würde ich mal sagen. Das ist abartig, oder? Das ist richtig eklig. Aber wir haben es geschafft. Du kriegst! Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Irre! Und da ist gekommen dieser eine Moment! Jawohl! Er macht ihn! Er macht ihn!
Haben wir es gemacht, gemacht, ja? Schön gemacht, Thomas. Sehr gut. Wir haben ihn! Ja! Jawohl! Die Unterberg Champions 2018 sind wieder in unserer Hand zum zweiten Mal. Jawohl, zum zweiten Mal. Alle falsch umdrehen, glaube ich, oder? Ja, deswegen machen wir es ja. Was ist der Hingo? Hingo, bist das du? Nein, ja, ich bin der Hingo. Ja, ich glaube, das reicht. Meine Fresse, das wird jeden Tag spannender. So, jetzt haben wir vier Leute, jetzt ist es auf. Ja, mir ist auf. Ja, ganz kurz, stopp. Ich muss die Arme aufhören. Ey, die fertig! Los! Oh Gott! Okay, Entschuldigung, Entschuldigung! Janis, ja, hier. Wir befinden uns heute jetzt um 20.08 bei der 80. Runde Flogiball. Ja? Seht ihr Gott! Nicht heute die Fußnägel, nein! Ey, was ist gerade, das waren die bösen Bengals. Ja. Die haben mich sehr begeistert. Aber letzten Monat, da waren wir im Kerbholzland. Ja. Da haben wir Kerbholz gesehen. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es da auch so ein Video wie dieses hier, was ihr jetzt gerade seht. Ja, schon. Und jetzt schauen wir uns nochmal Kerbholz an. Komm, seid ihr bereit! Hey Andi, ja. Wie viel Uhr haben wir? Und da muss er speien. Wieso kotzt eigentlich jeder vor mein Zelt? Warum kotzt du eigentlich nicht? Inklusive mir. Wir haben jetzt 2.29 Uhr und in 50 Minuten spielt Zeitgeist. Und wir bleiben jetzt gerade extra dafür wach und frieren uns hier den Arsch ab. Und ich sag, wie es ist, wenn die nicht ein paar schöne Onkelskammer raushauen, dann kannst du die Bühne so, wie sie ist, wieder abräumen. Es ist 4 Uhr morgens, ihr Wichser! Und wenn wir einmal in der sind, dann sind wir ein bisschen früher. So, Zeitgeist ist durch. Wir haben 5. Kannst du mal ganz kurz sagen, dass der Freitag jetzt für heute beendet ist? Der Freitag ist beendet für heute. Wow, der Samstag auf der Gond ist angebrochen. Als ich bis 5 Uhr wach war, habe ich nur 3 Stunden geschlafen, bis ich von der Sonne gebraten wurde. Und ja, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen uns die Gegend angucken und unseren Dodo ein bisschen spazieren fahren. Mahlzeit! Servus. Schön, dich zu sehen. Ich möchte bitte 2 Gond-Tickets für nächstes Jahr kaufen. Für nächstes Jahr? Mit EC-Karte. Mit EC-Karte? Jawohl. Einen Moment, dann bräuchte ich die EC-Karte. Klar. Das macht dann 120 Euro. Jawohl. Direkt 20 Euro. Und 2 Tickets. Ja, dann danke ich dir. Viel Spaß damit. Ja, auch so. Und damit hätten wir diese Frage auch schon beantwortet. Hast du gerade jedes Jahr? Kleinste Fan auf dem Festival. Ja. Yeah.
Hey, was denn? Nur für Frauen. Oh. So. Und wie soll ich mit ihm Liebe machen? Soll ich ihm kurz auf die Backe geben oder was? Ja. Okay. Oh, ich glaube, ich hab mich verliebt. Das klappt, weil er pink ist. So, liebe Leute, wir bewegen uns jetzt gleich ein letztes Mal aufs Festivalgelände. Ich möchte hier eine persönliche Nachricht an Timo und Kidi. Auf jeden Fall an die beiden Veranstalter der Gond möchte ich eine Nachricht raussenden. Jungs, unsere dritte Gond war noch viel besser als die ersten beiden. Wir wissen gar nicht, wie wir das geschafft haben. Es ist einfach, jeder Tag hat den anderen nochmal überboten. Wir haben so viel Spaß gehabt und so viel gelacht. Und dafür möchten wir uns herzlich bei euch bedanken. Denn ihr beide reißt euch jedes Jahr aufs Neue den Arsch auf für die Leute, die hier ständig hinkommen und ihren Spaß einfach haben wollen. Ich persönlich werde so lange zur Gond fahren, bis es sie nicht mehr gibt. Schreibt doch mal ein bisschen was in die Kommentare und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich stecke da stundenlange Arbeit rein, ohne dass ich halt was daran verdiene oder sonst was. Ich mache es halt als Erinnerung für uns und eben für euch. Deswegen gebt mal ein bisschen Feedback und ich würde sagen, schauen wir uns mal ein bisschen Stahlzeit und noch die letzten Bands an. Haut raus! Dick, ja, das ist Olaf. Normal. Olaf trinkt alles mit. Olaf lacht. Alles. Weißt du? Pass auf, vor allem Olaf kann kotzen. Sie auf der Grund. Ja. Wir haben Berserker zusammen gesehen. Ja. Wir haben Unantastbar zusammen gesehen. Ja, yep. Mehrfach. Wir haben auch die Krawallbrüder mehrfach gesehen. Ja, vorgestern. Auch Fuck haben wir gesehen. Oh ja. Fuck war sehr gut. Ja. Jetzt sehen wir Stahlzeit. Stahlzeit. Stahlzeit war aufgebaut. Hier ist große Anpackstimmung angesagt. Das war die Gond 2018.
Grill. Ich würde sagen, ein Stück Grill überlassen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video... Andi, was ist denn da hinten? Ist das? Ist er das? Der ist bewusstlos. Hier, nimm mal kurz, ich hole Hilfe. Senior Gant! Senior Gant! Geht es Ihnen gut? Andreas, ich bin am Ende meiner Kräfte angekommen. Ich weiß nicht, ob die Leute mich wiedersehen wollen auf der nächsten Runde. Nur wenn dieses Video mindestens 1000 Likes mitbringt, werde ich es nächstes Jahr nochmal hier hinschaffen. Da könnt ihr mich an dieser Stelle wieder aufklappen. Vielen Dank!